Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich auf Korsika. Die Barchetta-Strecke wird oft vergessen, obwohl sie ideal gelegen ist, wenn man von oder zur Fähre in Bastia unterwegs ist. Der Einstieg ist oberhalb der Eisenbahnbrücke flussauf von Barchetta und der Ausstieg ist an einer Parkbucht ungefähr 2 Kilometer oberhalb Casamozza. Dieser Abschnitt ist schwieriger als der vorhergehende, besonders bei höheren Wasserständen. Hier haben wir Minimalwasser von 1,20 Meter in Barchetta. Der Einstieg ist gleichzeitig auch der Ausstieg der oberen Etappe und es beginnt mit einigen kleinen Schwellen, bis man zu einer künstlichen, über die ganze Flussbreite reichende Schwelle gelangt. Zumindest bei diesem niederen Wasserstand kann man eine Durchfahrt finden oder links umtragen. Der Pegel befindet sich linksufrig oberhalb der Brücke in Barchetta und kann von da aus eingesehen werden. Unterhalb der Brücke befindet sich der steilste Katarakt, der bei wenig Wasser noch beeindruckender aussieht. Umtragen rechts ist möglich. Hier ist auch eine alternative Einbootstelle. Wenn der rechte Zufluss genügend Wasser bringt, kann man ihn benutzen, um an den Golo zu gelangen, da das Ufer selbst eingezäunt ist. In der Folge fließt der Bach durch niedere Felsufer, welche mich an den oberen Tavignano erinnern. Wenn rechts oben am Hügel das Dorf näher kommt, erreicht man das Wehr. Auf der linken Seite gibt es eine Rutsche und ein lokaler Arbeiter meinte, man könne auch in der Mitte fahren. Aber wir haben bisher immer unsere Kajaks rechtsufrig geschultert. Hier wird auch ein Teil des Wassers entnommen. Die Folgestrecke ist gegenüber dem ersten Teil anders. Der Bach ist mehr eingeengt mit kurzen Schlüchtchen. Aufgrund der Enge kann sich hier auch gerne Holz verheddern. Die erste schwierige Stelle kommt, wenn ein Felsblock rechts die Durchfahrt zusätzlich verengt. Danach wird es etwas offener und die Zuglinie überquert den Fluss. So geht es weiter in ähnlicher Manier um eine erste Kurve, bis man zu einem verlassenen Kraftwerk rechts gelangt, wo wir das Wasser zurückbekommen. Danach geht es um die zweite Kurve. An ihrem Ende, wenn die Straße wieder parallel zum Fluss verläuft, gibt es noch einen längeren steilen Katarakt. Entweder mit Steinen bei wenig Wasser oder Walzen bei viel. Die Parkbucht ist von der Straße aus schwerer zu finden als vom Bach, da man von dort die Autos sehen kann. Wenn man Richtung Casamozza fährt, ist es die zweite Bucht, oder die erste, nachdem die Straße wieder ansteigt. Sie liegt etwas oberhalb des Flusslaufs und ist im Wesentlichen die letzte Stelle, bevor Straße und Fluss ihre getrennten Wege gehen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick doch den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!